So, meine Lieben, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil der Ziehung einer Tarotkarte. Und zwar für die Sternzeichen vom Löwe bis zum Skorpion. Und zwar für die Woche vom 7.8. bis Sonntag, den 13.8.2017. Wir beginnen also mit dem Löwe. Und da habe ich folgende Tarotkarte gezogen. Der Teufel. Ja, das ist der Teufel. Von allen Tarotkarten lässt sie sich seiner Natur entsprechend am schwersten erfassen. Der Teufel trägt für jeden ein eigenes Gesicht und bewegt sich leider mehr auf der dunklen Seite. Das bedeutet für dich, spiele nicht mit dem Feuer. Und du musst höllisch, ja wirklich höllisch aufpassen, dass du dir dabei nicht die Finger verbrennst. Der Teufel hat eine reizvolle Seite und diese Karte warnt davor. Entsage ihren Versuchungen, sei aufmerksam und schütze dich selbst davor. Das heißt, im Beruflichen, dass du deine moralischen Stärken, deine Überzeugungen in gute Vorsätze einsetzen sollst und nicht gegen deine eigenen guten Prinzipien verstößt. Der Teufel ist gewitzt und gibt dir ausreichend Hilfe, gegen dein eigenes Gewissen zu verstoßen, indem er dich sagen lässt, wenn ich es nicht tue, dann tut es ein anderer. Entsage der Verlockung nach dem großen Geld. Auf der Ebene deines Bewusstseins bedeutet die Karte, dass du in Berührung deiner eigenen Schattenseite kommst und dabei in den Spiegel deiner Seele schaust. Nun zur Jungfrau. Da habe ich die Karte, und zwar die Kraft. Die Kraft gezogen. In dieser Karte liegt eine Menge Leidens- und Lebenskraft, also eine Menge Lebenskraft, Mut und Leidenschaft. Diese Karte zeigt dir, dass dein persönlicher Bereich in Beziehungen von großer Lebendigkeit und Temperament gezeichnet ist. Aber auch manches Mal von dramatischen Auftritten. Du hast die Energie, dies alles durch liebevolle Annahme und sanfte Gewalt zu zähmen. Im Beruflichen kannst du mit deiner Kraft und mit dem Mut zur Unternehmungslust den lang ersehnten Erfolg in deiner Arbeit erreichen. Auf der Ebene des Bewusstseins bringt dir diese Karte der Kraft den Hinweis auf eine bedeutsame Wandlung, die sich aus ihrer Symbolik erklärt. Deine Aufgabe ist, gebrandmarkte Kräfte nicht zu verdammen, sondern etwaige Feindschaften aufzuheben. Daran solltet ihr denken. Und jetzt zur Waage. Für die Waage habe ich Folgendes gezogen, und zwar der Herrscher. Für das spirituelle Element, für Verlangen, Sicherheit und Stabilität. Du strebst nach Unabhängigkeit, ein Leben mit all der Unberechenbarkeit. Dein Sinn nach Ordnung und Disziplin und Verantwortung wird, wie auch deine eigene Übertreibungen in Form nach Perfektionismus und Sturheit, sie bringen dich so manches Mal an die Grenzen, an unangenehme Überraschungen. Dann merkst du, dass es des Guten zu viel war.
Im Beruflichen bedeutet die Karte, dass es dir vor allem darum geht, Ordnung zu schaffen, um deine Pläne und Wünsche zu erfüllen. Du kannst klare Konzepte und die Entschlossenheit, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und du bist dir bewusst, dass es harte Arbeit für dich ist und dir nichts geschenkt wird. Nun zu der Karte für das Sternzeichen des Skorpions. Der Skorpion, dafür habe ich die Tarotkarte der Magier gezogen. Diese Karte bedeutet Klugheit, Selbstbewusstheit und aktive Lebensgestaltung. Das heißt, dass du schwierige Probleme meistern kannst und wirst, dass du klug und wachsam sein musst. In deiner Beziehung erfährst du eine Phase von hoher Anziehungskraft und Faszination. Die durch den Magier ausgedrückte Kraft wirst du richtig angewendet, deine Hemmungen und andere belastende Schwierigkeiten meistern. Du hast das Gefühl, Berge versetzen zu können. Im Beruflichen zeigt dir der Magier, dass du endlich in Initiativen ergreifen musst und dir deinen Einfluss, deine Einflusskraft, dass du dir dieser Kraft bewusst wirst. Wenn du diese Energie einsetzt, kannst du im Beruf weiterkommen und dein wirtschaftliches Ziel erreichen. Auch deine Beförderung ist möglich. Es ist eine Beförderung möglich. Oder wenn du in Verhandlungen stehst, werden diese gut. Oder wenn du vor Prüfungen stehst, dann werden diese ebenfalls von Erfolg gekrönt sein. Schiebe nichts vor dir her, weil du dir einfach selbstbewusst wirst, dass alles, was du willst, erreichen wirst und kannst. Es wird alles zum Erfolg gekrönt werden. Dieses waren jetzt für heute im zweiten Teil die Ziehung der Tarotkarten und im letzten Teil werdet ihr vom Schütze bis zu den Sternzeichen Fische den letzten Teil erfahren. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.